So, hallo und herzlich willkommen zu neuer Aufnahme V-Rising. Also, legen wir los, würde ich sagen. Da, wo wir gestern aufgehört haben. Ihr seht ja, ich habe ja ganz viele Spielstände mittlerweile. Aber die anderen lassen wir sein. Uns interessiert dieser da, wo wir gestern aufgehört haben. So, Doppelklick. Und los geht's. Ja, ich habe nachher noch halt fälschlicherweise habe ich nachher noch mir eine Ausrüstung gebaut. Das hat man jetzt wieder, kann ich euch nicht mehr zeigen. Ja, ich war so im Flow drinnen und so in diesem ganzen V-Rising-Trance, dass ich mir eine stärkere Rüstung gebaut habe. Und drei Bücher, die ich hatte, die habe ich dann nachher in Dings reingelegt, sie ist studiert, haben wir dort aus Gegenstände freischaltet. Das gucken wir jetzt gleich schnell nochmal schnell an, die Gegenstände, was wir freigeschaltet haben, das heißt mit der Forschung. Dafür wäre es optimal, eben wenn ich mit der Forschung halt relativ eine Papierpresse bauen könnte. Die kann ich nicht, aber ich habe mir eine Lederpresse gebaut. Das heißt, Leder wird jetzt bearbeitet, nachher wird man auch gleich sehen. So, fertig, Klicker. Da sind wir in unserer Base. So schaut es eben seit gestern aus. Und da hinten ist die Lederverarbeitung, das heißt, da legt man jetzt einfach die Wildhäute rein und dann wird das zu Leder aus. Das ist schon mal Vorteil. Das ist das. Da hinten ist quasi unser Forschungstisch, wo ich gestern noch Papier reingelegt hatte. Ich hatte 57 Papier, das heißt, 50 brauche ich, um irgendwas freizuschalten. Das habe ich mit Papier freigeschaltet. Und das heißt, Sortiment von Lagerregalen, Kaminwändepaneele und Mist-Signet, das ist der magische Ring, den habe ich mir eigentlich freigeschaltet durch die drei Bücher, die ich hatte. So schaut es aus. Ansonsten hat sich nicht viel verändert da. Ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Das heißt, jetzt geht es einfach weiter, was ich da gemacht habe. Ich habe den nächsten Blutaltar wieder angewählt, beziehungsweise die nächste Stufe. Das heißt, jetzt müssten wir dann auf die Jagd gehen nach dem Erol, den Steinbrecher, Stufe 20. Den werden wir suchen müssen, damit wir wieder nächste Gegenstände freischalten. Und jetzt gucken wir mal schnell ins Baumenü, was wir, das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, was ich jetzt eigentlich freigeschaltet habe mit der Dings. Einerseits haben wir jetzt da bei der Veredelung ist was am Leuchten. Bleibt gleich, das heißt, Ungeziefer jetzt haben wir, das haben wir gebaut. Der Rest ist geblieben. Bei der Forschung ist unser Tisch. Lagerung hat man aber Bücherregale. Und ich glaube, die geben uns auf jeden Fall viel mehr Inventar Brett und Kupfer. So. Brett und Kupfer bauen. Das heißt, hätten wir. Mal gucken wir gleich, bauen wir gleich mal eins nach. Wenn die mehr Platz geben, dann würde ich sagen, dann bauen wir so die größeren und die kleinen lassen den stehen eigentlich nachher. So. Weil dann können wir eigentlich viel mehr einlagern, würde ich meinen, oder? Also, so schaut das Ganze aus. Drehen wir noch in richtige Richtung. Et voilà. Und jetzt rein. Oh ja, die geben definitiv mehr Platz. Das heißt, die geben das Doppelte. Statt 14 geben die 28 Plätze. Das heißt, wir werden uns die Bücherregale bauen und nachher die restlichen Sachen dann halt entfernen, die alten Kisten, wo wir da haben. Weil da kann ich erstens mal viel mehr reinplatzieren und ich brauche viel weniger an Kisten. Gut, mindestens 4 werde ich jetzt für Anfang jetzt sicher auch nochmal brauchen, oder? Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, gehen wir es jetzt da auf den, machen wir das auf der Wegwende. Haben wir Türen noch freigeschaltet, so wie ich sehe. Teppich, Fenster, da machen wir nachher dazu. Ich habe ja eh keinen Kaminwandpaneele, wo wir bauen können. Und Säulenmonumente, das ist das. Universal wären Statuen, das ist das ganze. Spiegel könnte man bauen. Und Beleuchtung, technisch Standleuchten ist ja Königsfeuerschale. Okay, alles klar. Es ist Nacht, keine Zeit verlieren. Ich glaube, unser Inventar ist soweit leer, bis auf die ganzen Ratten und das, was wir haben. Können wir mal drinnen belassen, würde ich mal sagen, jetzt vorläufig. Wer bluttechnisch sieht, zwar. Was? Ich lasse ein paar da stehen. Muss hier nicht so viel haben. Bluttechnisch sieht es ja nicht schlecht aus. Das heißt, die Herzen legen wir mal raus. Die 30 Ratten legen wir auch raus. Die kalbieren wir. 14 Stück reicht komplett aus. Mit der Hoffnung, dass wir jetzt nachher eh noch was fangen werden. So.
Da unten würde ich mir nachher dann halt sehr wahrscheinlich, ich bin noch am Überlegen, ob ich mir da unten mein Gemach baue, entweder in der Ecke da drin oder in der anderen Ecke da hinten, wo sie ist, oder im oberen Teil, dass ich das, was Produktion ist, runterziehe und da im oberen Teil. So, wir haben schon Blut, direkt vor der Haustüre. Das heißt, man wird eh umzäunen müssen, das Ganze, oder? Ja. So, nochmal ernähren. Hallo. Sag mal, was schon mal das Ganze hier rein, was da herumliegt. Komm, nehmen wir mal den Bär auch mit. Ups. Das war mit Bär, das hat sich schon erledigt. Ja. Also, unser Blut kommt irgendwie da, ja, keine Ahnung. Die Blutquelle gehen wir mal. Gehen wir einfach mal runter. Da hinten ist der Golem. Den lassen wir mal in Ruhe stehen. Die Jungs da hinten, wo herumlaufen, auch noch. Wandeln wir uns um, damit wir ein bisschen schneller laufen können. So, in die Richtung. Passt. Einmal durch. Über die Brücke. Also, es geht wieder weiter. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich mega viel Spaß an dem Spiel. Es ist wirklich Wahnsinn, wie das einen fesselt. Fünf Aufnahmen sind gemacht, jetzt machen wir die nächsten, du blöde Kuh. Jetzt machen wir die nächsten. Das andere ist jetzt auf YouTube am Hochladen. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Wir sind hier, da ist eine Banditen-Kupfermine. Oh ja. Kupfer-Höhlenkriegstrompete, Kupfererz kommt man da eigentlich relativ viel über. Ich würde aber sagen, dass wir das jetzt im Moment aber umrunden, beziehungsweise umlaufen. Weil das ist jetzt nicht unbedingt, was wir wollen. Hinten ist auch noch mal irgendwas. Ein kleineres Nest. Banditencap, gibt es Papier. Bräuchte aber eigentlich auch. Was mich ein bisschen irritiert, ist ja, dass die Blutspur von relativ hinten kommt. Muss ich doch da rein in die Kupfermine? Es sieht fast so aus. Ja, also in dem Fall würde ich sagen, viel Spaß. Ja. 16er, 16er. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Scheiße. Heute habe ich es mit dem Treffen, ne?
Den müssten wir mal treffen, wäre gut. So. Es war nicht schlecht, aber unser Dings kommt irgendwie von der Richtung aus, oder? Da drinnen gibt es, alter Schwede, gibt es da Waren, da kann man öfters besuchen, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Die Stelle kann man definitiv öfters besuchen, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Würde ich das Ganze meinen? So, ernähren wir das schnell. Ah, da ist er ja. So, da ist er ja. Wir haben ihn. Ich war leider ein bisschen angespannt. Nehmen wir das Ganze hier auf, was es zum Aufnehmen ist. Nachher hat man deinen Berg zerstört. Tut mir leid, wollte ich nicht abbauen. Aber jetzt habe ich dir ein bisschen Arbeit erspart, würde ich meinen, oder? So, alles übertragen. Nächsten Buch haben wir gefunden. Es wäre geil, wenn man sich nächste Werkzeuge bauen könnte. Das wäre richtig. Das war eigentlich richtig genial. Wenn man sieht, die nächsten Reverse. Jetzt sammeln wir hier, was wir sammeln können. Und das heißt, die Stelle werden wir uns markieren, dass wir immer wieder zurückkommen. Das sollte aber nicht allzu weit weg von zu Hause sein, würde ich meinen. Moment, schnell, jetzt gucken wir mal schnell drauf, genau. Oh, doch. Einige Schritte haben wir schon zu laufen, aber so viel ist es nicht. Und vor allem, was das Gute dran ist, hier können wir uns aufhalten. Das heißt, hier ist keine Sonne, gar nichts. Da können wir eigentlich ganz gut uns hier aufhalten. Aber ich würde sagen, Kupfer werden wir hier mehr als reichlich finden. Und das Schöne daran ist, dass diese ganzen Erze immer wieder nachwachsen quasi. Das heißt, auch wenn man sie aufbaut, die auf der gleichen Stelle, wachsen auch diese Erze wieder nach. Nehmen wir den Stein auch mitkommen. So. Also, was haben wir jetzt dabei? Oh, eine ganze Menge haben wir dabei. Eine ganze Menge haben wir dabei und oben gibt es sicher noch einiges zum Runternehmen. Guckt jetzt einfach mal da, die ganzen Kupfervorräte, alter Schwede, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Das ist ja wie ein Traum da drinnen. Das ist ja wie so eine Traumhöhle da drin. So. Werden wir zu Kupferbaronen? So. Passt. Da kommt der nächste Besuch. Sorry.
Entschuldigung, wollte ich nicht. Bauer ab, so weit es auch geht. Und dann gehen wir die Kisten rausholen, weil da der Typ wird ja immer wieder hier spawnen. Das heißt, er wird immer wieder hier auf uns warten und da sein. Das heißt, nehmen wir einfach alle Kisten, was geht, mit. Lala, da ist nochmal eine Kiste. Näher war das da. Wir brauchen Blut. Da ist die nächste Kiste, nehmen wir mit. Übertragen. Leder haben wir gefunden. Okay, das haben wir zu Hause eigentlich reichlich mittlerweile. Entschuldigung. So, da waren wir. Da unten waren wir. Jetzt gehen wir den Weg da hoch. Da war auch noch irgendwas. Zeit in Auge behalten, sieht gut aus. Geht es hier raus? Okay. Wohin führt diese Linie hier? Ah, da geht es noch tiefer rein. Hä? Nein, es geht wieder raus. Na, Jungs. Tut mir leid. Inventar ist voll. Also, jetzt gucke ich nur noch, ob ich irgendeine Kiste finde, und sonst gehen wir raus hier. Aber im Moment sieht eigentlich alles soweit gut aus. Verlassen wir das wunderschöne Dörfchen und kehren nachher zum späteren Zeitpunkt wieder zurück. So, also. Pfoten anziehen. Und ab nach Hause. Würde ich sagen, die nächste Blutspur holen. Schnell Inventar rauslegen und dann nachher die nächste Blutspur holen. Das ist eigentlich das Beste, was wir jetzt machen können in dieser Situation. So, einmal da durch. Da gibt es hier ein Dörfchen, wo wir sehr wahrscheinlich... Okay, ein Bärendorf. Ups. Entschuldigung. Wollte nicht stören, ach du Scheiße. Entschuldigung. Wie der Wirbelwind. Hä? Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist richtig eine geile Waffe, wo du dich halt damit verteidigen kannst, beziehungsweise damit halt, da ist der Golem. Also, Golem ist quasi unser Zeichen, dass wir zu Hause sind. Das heißt, die Taste Q, beziehungsweise diese Rotation ist eine richtig geile Waffe, wo du dich richtig gut verteidigen kannst, beziehungsweise ziemlich gut vorwärts kommst und den Gegner halt dementsprechend eliminierst. So, da sind wir. Unser Zentrum, da haben wir sicher was zum Reinlegen. Das heißt, man sieht ja, wir sind praktisch voll. Das ist schon mal ganz gut. So. Jetzt haben wir die nächsten Bücher, also dann gehen wir darüber. Bücher in Inventar, Moment schnell jetzt. Lagerregalen, das heißt, das hat man eigentlich schon rausgesucht, oder? Ja, Sortiment mit Lagerregalen, das heißt, das haben wir, das bringt mir jetzt eigentlich gar nichts, oder? Weil die Forschung hier, ich habe sie ja schon, ich kann sie gar nicht mehr auswählen. Das heißt, das Buch kann man eigentlich verwerten lassen und dann bekommen wir Papier raus. Legen wir mal Papier noch da rein. 24 Stück haben wir jetzt. Das Buch werden wir zerlegen und bekommen 10 Papier raus. Machen wir direkt da rein. Legen wir das ganze Kupfererz zur Verarbeitung. Ihr seht ja, mehr als genug da drin. Klar, wenn du eine Kupfermine besuchst, wirst du ja definitiv Kupfer finden. Sicher kein Holz. Oder beziehungsweise eher weniger Holz. So. Jetzt mal schnell durchschauen. Blicker halten. Okay. Die ganzen Smaragde und alles hatten wir da drin.
einfach reinlegen und dann sortieren wir schnell. Ist am besten oder am schnellsten, am effektivsten eigentlich, würde ich meinen. Das lege ich jetzt auch mal vorläufig hier rein. Muss ich mal schnell gucken. Das haben wir da drin. Ihr seht ja auch, Haut haben wir mehr als reichlich vorhanden mittlerweile. Leder lege ich auch mal vorläufig da rein. Da haben wir noch Erz. So. Dann haben wir noch Kupferbarren. Ich hätte auch Leder da rein können legen. Egal. Auch da durchsortieren. Geräte, keine Ahnung, für was ich brauche. Das brauchen wir da rein. Knochen haben wir im Moment in dem Teil da drin. Auch wenn es abgestellt ist, legen wir trotzdem Knochen rein. Haben wir einen Lagerplatz, wo man halt so verwenden kann. Da haben wir die ganzen Steine, beziehungsweise zermahlen wir es. Ich glaube, da waren die ganzen Tränkflaschen. Ja. Da lege ich das auch noch hier rein. Was ist das da? Das ist Lehm. Im Moment brauche ich das. Auch das hier rein. So. Stein werden wir verarbeiten lassen. Dann gehen wir dazu. Da haben wir unsere Herzen schon mal drin. Und unsere Rädchen. So. Et voilà. Das kommt da hin. Wir müssen Steinsarg bauen, oder? Das heißt, Grundlagen, unser Steinsarg. Steinziegel und Grabstein fehlt uns. Das heißt, ich habe keinen Grabstein. Gräber habe ich mal gesehen. Die waren irgendwie, Moment schnell, das war ja irgendwo, Moment jetzt. Kupfermine, da waren wir, das ist nicht das. Geschändeter Friedhof. Da gehen wir doch hier rein. Weil da kriege ich sicher Grabsteine über. Markieren wir uns die Stelle. Es wird sicher kein Spaziergang sein, denke ich mal. Aber okay, probieren wir es mal. Mehr als sterben kann man ja nicht. Und allzu weit weg ist es eigentlich auch nicht. Das ist schon mal das Gute dran. So, wie schaut es mit der Zeit aus? Im Moment ganz gut. Das heißt, den Friedhof nehmen wir noch mit in die Folge. Entschuldigung, hab keine Zeit. Auch für dich keine Zeit. Ja, dann müssen wir halt da durchgehen. Da waren wir schon eigentlich. Hier waren wir schon, genau, weil da ist ja die Gefangene, wo wir eigentlich befreit haben damals. Sorry. Dadurch, Friedhof ist da oben, das heißt, Eingang ist von der anderen Seite. Das wäre sicher lustig. Scheiße, da komme ich nicht durch. Blöd. Ganz blöd, falsche Richtung gelaufen. Entschuldigung, ich muss noch mal durch. Wir haben uns schon heute gesehen. Und er haut noch einmal daneben. Das sehen wir jetzt. Na, Jungs, war nicht sehr erfolgreich, hä? Das ist schon mal sicher ein Vorteil, weil hier drinnen. Ach du Scheiße. Was sind das für Kreaturen? Level 27, das heißt, die sind gleich Level wie ich, hä? Ich sollte vielleicht nicht mit bloßen Händen kämpfen, wäre von Vorteil. Wäre von Vorteil, wenn ich nicht mit bloßen Händen kämpfe, oder? Okay.
Du warst ja tot, Junge. Wo geht der andere hin? Hohohoho, hab ich's geschafft. Alter Schwede. Was war das denn? Haben wir jetzt die Grabsteine, die ich brauche, oder haben wir das jetzt nicht? Das brauchen wir eigentlich auch, oder trauer die dir, genau, da war doch irgendwas. Ratten mitnehmen. Jetzt kommt eh bald der Tag, das heißt, wir könnten hier diesen Friedhof eigentlich mal so richtig plündern. Und halt unseren Tag drauf verbringen. Es ist zwar nicht meine Lieblingsspezialität. Aber besser als gar nichts, oder? Scheiß Kacke, du Noob. Jetzt mal ganz ehrlich, oder? So, also. Alles übertragen, nehmen wir raus, was wir können. Nehmen wir mit, was wir können. Ja, nicht stehen lassen, alles mitnehmen, alles plündern. Ihr seht ja, wir können gut sammeln, jetzt kommt die Sonne raus. Sollte aber hier durch den ganzen Nebel relativ gut geschützt sein eigentlich oder unproblematisch hier sein. Der Friedhof ist nicht allzu groß. Aber wir haben schon mal das erreicht, was wir erreichen sollten. Das ist schon mal das Gute dran. Ja, die Frage stellt sich jetzt, ob wir denn trotzdem den Antritt wagen. Könnte man eigentlich. Weil hier die ganze Zeit zu stehen, macht es eigentlich auch keinen Sinn. Und so können wir den Steinsarg bauen und so können wir weitermachen. Sonst wird das eigentlich gar nicht mit uns, oder? Ja, ich würde sagen, wandeln wir es um in unserem Wölfchen und dann probieren wir relativ schnell und zügig nach Hause zu kommen. Gucken wir schnell den Weg nach. Das heißt, markieren wir es unser Zuhause. Das ist das hier. Ich muss bedenken, ich habe keinen Sarg. Wenn ich sterbe, spawne ich hier, oder? Das heißt, dann müsste ich aber nachher auch wieder mein Inventar abholen. Und das wäre dann halt, ja. Weil wenn ich Sarg hätte, dann würde ich zu Hause spawnen. So habe ich aber keinen Sarg, weil ich Holzsarg nicht platzieren kann. Hallo Jungs. Nein. Und ich darf mich auch nicht beschleunigen, weil wenn ich... Lydia, ich habe keine Zeit für dich. Eben, man sieht ja, die spawnt immer wieder. Die haben wir schon zweimal geschlagen und die spawnt immer wieder. So, da müsste jetzt der Golem sein, das ist ja so. Richtig so, Brody. Und man sieht ja immer wieder, Gott sei Dank gibt es immer wieder Schatten. Und da müsste schon unsere Treppe sein. Bingo. Türe zu, dass niemand reinkommt.
Und wir sind im sicheren Zuhause. So, also zu Hause sind wir. Das heißt, jetzt gibt es nachher sich einen Steinsarg zu platzieren. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge und gestalten wir uns direkt den Raum in der nächsten Folge. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss, bye bye, bis anders mal.